Ja, vielen Dank, Herr Windisch. Ich teile mal meinen Bildschirm und werde mal sehen, dass wir das hier mit einer gut sozusagen einer Präsentation gestalten können. Ich hoffe, Sie sehen jetzt meine Präsentation. Ja, ist gut. Sehr gut. Ich würde gerne einige der Fragen, die aufgetaucht sind, während dieser Präsentation mit aufgreifen, sodass wir dann, wenn wir dann diese Geschichte mit den T-Zellen diskutieren, vielleicht die Antikörper nochmal mit dazu diskutieren können, weil ich sie damit reingenommen habe, weil die ja beide zusammengehören. Und als Immunologin weiß ich natürlich, dass wir einen ganz schlechten Ruf haben, weil wir erfinden immer neue Zellen und neue Zytokine und verwirren damit den Rest der Welt sehr gerne. Und ich werde versuchen, dieses immunologische Gemuckel einmal so zusammenzupacken, dass es zugeschnitten ist auf die Frage, wie sieht das mit dem Impfen aus und wie gehören die T-Zellen und die B-Zellen zusammen? Und vielleicht beantworten sich dann einige Fragen, die im Chat waren, im Zuge dieser Präsentation. Das wäre zumindest die Idee. Wir werden ja dann in der Diskussion sehen, wie gut das funktioniert. Hier sind meine Disclosures. Einmal noch mal kurz, um das klarzustellen, auch die Frage, was ist nochmal, wenn eine Infektion erfolgt, warum ist es was ganz anderes, was da noch oben drauf kommt? Ganz einfach deshalb, weil der Impfstoff ausschließlich dieses Spike-Protein enthält. Und alle Fragen, die Leif Sander schon be begonnen hat zu beantworten von der klinischen Seite, basieren letztlich auf der Frage, wer entwickelt nach der Impfung, egal ob mRNA oder Vektor oder demnächst vielleicht Protein, welche Antikörper gegen welche Region. Und das ist so eine Situation, wo man eigentlich sonst hätten nur wir Immunologinnen und Immunologen uns dafür interessiert, aber auf einmal bekommt es öffentliche Aufmerksamkeit und zwar deshalb, weil die Varianten sich eben genau an diesen verschiedenen Punkten unterscheiden. Die rot eingefärbten Positionen sind genau die, die bei Omikron verändert sind. Und auf einmal ist es wichtig zu wissen, wer wo welchen Antikörper hat. Das ist das, was Leif Sander gezeigt hat, weil daran sich nämlich die Frage entscheidet, ob jemand neutralisierende Antikörper hat, die sitzen hier oben in der Rezeptorbindungsdomäne oder andere Antikörper, die sitzen sozusagen hier links unten, die sind zwar nicht neutralisierend, helfen aber trotzdem. Und das würde ich Ihnen gerne erzählen, wie das sozusagen zu verstehen ist, weil eigentlich ist das Ziel der Impfung gegen das Spike-Protein, dass man verhindert, dass das Virus noch in die Zelle kommt. Der Rezeptor ist der ACE2-Rezeptor und wenn man diesen Schlüssel, den das Virus benutzt, um sich quasi die Zelle aufzusperren. Wenn man den neutralisiert, indem man da oben Antikörper draufklebt, dann ist es so wie ein Kaugummi, der auf diesem Spike-Protein als Schlüssel draufklebt, dann kriegen Sie den auch nicht mehr ins Schloss rein. Und genau so kommt dann das Virus auch nicht mehr in die Zelle. Das heißt, das Ziel der Impfung war immer schon, neutralisierende Antikörper zu produzieren. Die brauchen wir allerdings im Nasenrachenraum, weil da fliegt einem ja das Virus entgegen. Das ist nämlich das Nächste. Wir messen ja im Blut, aber eigentlich, was wir wollen, ist, dass wir hier im Nasenrachenraum so viele Antikörper haben, dass das Virus gar nicht mehr in die Zelle reinkommt. Im Blut messen wir die Antikörper. Das sind aber dann halt die normalen IgGs. Im Nasenrachenraum hätten wir es IgA. Und dann haben wir noch die T-Zellen, die parallel dazu auch aktiviert werden. Das heißt, wir haben eigentlich drei Abwehrlinien. Und im Moment reden wir davon, dass wir die neutralisierenden Antikörper nicht mehr haben gegen die Omikron-Variante, aber die anderen Abwehrlinien sind noch da. Und ich werde Ihnen ein bisschen erzählen, wie wir denken, wie das zusammenhängt und warum das so wichtig ist, weil wir eigentlich damit mit diesen anderen beiden Abwehrlinien unsere Grundimmunisierung auf den Weg bringen. Eine Frage im Chat war auch, wie ist es mit der Dosierung? Ich habe es hier nochmal aufgemalt. Die beiden mRNA-Vakzinen sind ja die, mit denen geboostert wird. Die Dosierung bleibt erhalten bei BioNTech. Ich zeige Ihnen nachher, wie die Dosisfindung funktioniert hat, warum man bei diesen 30 Mikrogramm gelandet ist. Bei Moderna ist bei der dritten Impfung die 50 Mikrogramm-Dosis ausreichend. Bei erster und zweiter sind es die 100. Und ich denke, die Tatsache, dass wir sehr gut messen können, sieht dann auch ein bisschen Unterschiede, aber für die reale Welt quasi, für das, was Sie impfen oder geimpft werden, ist die Frage, ob Sie BioNTech oder Moderna als Dritte bekommen, völlig egal, denn beide funktionieren exzellent. Und deswegen ist vielleicht das auch schon eine Frage, auf die im Chat aufgetaucht ist. Diese mRNA, wie wirkt die? Das Geniale daran ist, dass die mRNA in die Zelle reinfusioniert, wenn sie in den Arm gespritzt wird. Und da sitzen auch Immunzellen, dendritische Zellen, Makrophagen. Und die nehmen dann das Spike bzw. die mRNA auf, produzieren das Spike-Protein und können dadurch im Lymphknoten dann die entsprechenden B-Zellen und T-Zellen aktivieren. Das ist das Prinzip. Und ich werde jetzt ein bisschen mehr über die T-Zellen erzählen, aber quasi zusammengenommen ist die spezifische Antwort auf beiden Armen sehr gut induzierbar durch die mRNA, aber auch durch AstraZeneca, ist nochmal ein anderes Thema. Aber die beiden arbeiten sehr gut zusammen, sodass dann Antikörper und T-Zellen dabei rauskommen.
Das ist ein Bild, das nochmal verdeutlichen soll, viele Fragen in dieser Abfolge. Wann ist man wie, wo, wodurch eigentlich immun? Wenn man hier geimpft wird, dann hat man halt an Tag 1, 2 die typische Impfreaktion, die wir alle hatten, je nachdem, ob der Arm nur wehtut oder ob man richtig platt war. Das war ja sehr unterschiedlich. Was dann passiert nach der ersten Impfung ist, dass im Lymphknoten das Team-Spike-Protein, also die T-Zellen und B-Zellen ausgesucht werden, die genau dieses Spike-Protein erkennen und die expandieren dann. Das heißt, die werden dann vermehrt, sodass Antikörper produziert werden. Die kann man schon messen, aber die steigen halt kontinuierlich an, schon nach der ersten Impfung, aber die reichen noch nicht, um den wirklich den Schutz im Nasenrachenraum vor Infektionen zu vermitteln. Aber die Reaktion läuft sozusagen schon an. Parallel dazu werden die T-Zellen aktiviert, und zwar nur die, die das Spike erkennen. Und was sehr schön gezeigt wurde, ist, warum ist die zweite Impfung so wichtig? Und zwar je nachdem, Woche 2, 4 bis 12, je nach Impfstoffkombination. Je länger war besser. Lavsander hat es schon erwähnt, wir brauchen eine Affinitätsreifung. Das heißt, die Antikörper werden noch mal richtig besser. Das braucht Zeit. Das passiert im Lymphknoten hauptsächlich. Wenn dann die zweite Impfung kommt, kann man diesen Vorgang noch mal verbessern und noch mal effektiver machen. Und das Wichtigste an dieser zweiten Impfung war, dass ein immunologisches Gedächtnis gebildet wird. Das besteht aus Plasmazellen und T-Zellen, die sitzen dann im Lymphknoten oder sogar im Knochenmark. Das heißt, nach der zweiten Impfung hat man schon diesen Effekt dieser Gedächtnisbildung. Und dann war die Frage, was passiert, wenn die Antikörper wieder abfallen? Das hat Live auch sehr schön gezeigt. Das Immunsystem arbeitet ja auch ökonomisch. Und es würde nicht ohne Not quasi Antikörperlevel immer auf maximalem Niveau halten, wenn es das gar nicht braucht. Das heißt, dass es mit der Zeit runtergeht, nach 3 Monaten etwa nach der zweiten, wundert einen nicht, heißt aber, dass der Schutz vor Infektion dann nicht mehr gegeben ist, zumal dann die Delta-Variante kam und Omikron, da zeige ich Ihnen auch gleich, warum die sich so etwas anders verhalten als immunologische Erkennungsstruktur. Und deswegen war dann klar, dass vor allem ältere Leute und Leute, die keine so effektive Immunantwort haben, diese dritte Impfung benötigen, damit wir quasi das gesamte System wieder auf maximalem Niveau heben, weil der Anspruch auch ein anderer geworden ist. Der Anspruch ist nämlich inzwischen, dass wir Infektion verhindern, weil wir so hohe Zahlen haben. Und die Gedächtnisfunktion ist eigentlich dazu da, schwere Verläufe zu verhindern. Das schafft man bereits mit der zweiten Impfung ganz effektiv, weil man die zwei Abwehrlinien hat, nämlich die Antikörper im Blut und die T-Zellen. Wenn man aber verhindern will, dass Leute sich anstecken und Virus weitergeben, dafür braucht man dann wiederum die dritte Impfung. Und Live hat es sehr schön gezeigt. Wir gehen davon aus, nach den Daten aus der Charité, vor allem, dass die Antikörper länger auf diesem Niveau bleiben, dass sie auch helfen, die Infektion zu verhindern und dass sie sogar gegen Omikron reagieren, vor allem die T-Zellen, da zeige ich Ihnen gleich, warum das so ist. Also diese Zeitabfolge hat schon was mit der immunologischen Entwicklung zu tun und jetzt mit unserem Anspruch, den bestmöglichen Schutz zu gewährleisten, den wir irgendwie haben können. Und geimpft werden wir natürlich mit der Wildtyp-Sequenz, da komme ich auch gleich noch drauf. Auch warum das so wichtig ist. Das ist so einmal die Zusammenfassung, wie die T-Zellen und B-Zellen zusammenarbeiten. Wenn also geimpft wird, dann sind die Lymphknoten entscheidend, weil da wird das Team für Spike ausgesucht. Welche B-Zelle macht den richtigen Antikörper? Und wie ich schon gesagt habe, die Neutralisierenden sitzen da oben, die anderen sitzen auf anderen Regionen von diesem Spike. Zum Glück ist es ein großes Protein, da haben viele Antikörper Platz. Live hat es auch schon gesagt, wir wissen relativ gut, wo die da dran binden. Und das ist sozusagen die eine Seite. Was parallel dazu passiert ist, dass dieses Spike auch produziert wird in den dendritischen Zellen oder Makrophagen, die wandern dann in den Lymphknoten. Und die präsentieren kleine Schnipsel von diesem großen Spike-Protein für die T-Zellen, für die T-Helferzellen über dieses HLA-Klasse 2, für die zytotoxischen T-Zellen über HLA-Klasse 1. Und das passiert im Lymphknoten. Und das Geniale am Immunsystem ist, dass man ja jetzt nicht alle T-Zellen aktivieren muss, die man gar nicht braucht, sondern dass wirklich ausgesucht wird, welche T-Zelle erkennt genau diese Schnipsel aus dem Spike. Das ist wie die buchstäbliche Stecknadel im Heuhaufen, die wir da raussuchen wollen, beziehungsweise zwei Stecknadeln, nämlich einmal die CD4-Stecknadel und einmal die CD8-Stecknadel. Wir haben einen Heuhaufen aus Milliarden von T-Zellen. Wir brauchen die aber nicht alle. Wir brauchen nur ein paar, nämlich nur die,
die das Spike erkennen. Um Ihnen einen Eindruck zu geben, welche Stecknadel das ist, die wir da suchen. Wenn man nicht geimpft ist, dann hätte man eine natürliche Frequenz bei den CD4-T-Helferzellen ungefähr von 1 in 100.000, die vielleicht das Spike-Peptid erkennt, also diese Schnipsel hier. Bei den CD8ern ist es auch vielleicht ungefähr 1 in 100.000. Das heißt, wenn Sie so eine Monovette, EDTA oder Heparinblut abnehmen und Sie haben da 10 Milliliter Vollblut drin, dann haben Sie da ganze 40 Zellen, die vielleicht das Spike erkennen, T-Zellen oder 80 CD8er ungefähr. Das heißt, was Sie ungefähr haben, ist wirklich die Stecknadel im Heuhaufen. Die Frage, ob Sie die natürliche Antwort hier so aus dem Blut vor Impfung messen können, ist ja theoretisch schon, praktisch nein, weil Sie finden diese 40 Zellen in diesen 10 Millilitern quasi nicht. Das heißt, die Stecknadel im Heuhaufen können wir erst nachweisen, wenn wir mehr davon haben. Sonst treffen wir die Zellen gar nicht, die wir eigentlich nachweisen wollen. Das ist sozusagen das, warum die T-Zell-Antwort auch relativ schwer nachweisbar ist. Und Christian Karyanidis hatte mich gebeten, ein bisschen zu erzählen, wie man das messen kann. Das ist relativ ambitioniert in der kurzen Zeit, aber ich versuche es mal. Worauf wir angewiesen sind immer bei den T-Zell-Messungen, ist klonale Expansion. Das heißt, diese ganz, ganz wenigen T-Zellen müssen erstmal klonal expandieren, heißt sich vervielfältigen, bis sie so viele sind, dass sie in diesem Heuhaufen der nicht spezifischen Zellen deutlich mehr werden, sodass wir sie messen können. Das ist das, was nach Impfung zu beobachten ist. Sowohl die Antikörper bilden in den Zellen, die also sehr viel Antikörper machen, die man super leicht messen kann. Im Plasma schwimmen die ja rum, das ist super. Bei den T-Zellen ist es schwieriger, die schwimmen zwar auch im Blut, aber wir müssen in diesen 10 Millilitern, die wir abnehmen, ja auch die richtige T-Zelle drin haben, sonst können wir sie gar nicht nachweisen. Das heißt, diese Vervielfachung von um ein zigtausendfaches ist total wichtig, damit wir überhaupt eine Chance haben, eine spezifische T-Zell-Antwort nachzuweisen, weil wir auf die Zellen angewiesen sind. Und da schwimmt eben nicht irgendwas rum, sondern wir müssen wirklich versuchen, die Zellen zu treffen, damit wir nachweisen können, ob die Impfung auf T-Zellebene funktioniert. Und für Sie vielleicht noch als Hinweis, falls jemals ein Immunologe Sie gebeten hat, mal eben 30 oder 40 Milliliter Blut abzunehmen, steckt genau das dahinter. Es gibt nämlich Tests, wo man wirklich Milliarden Zellen braucht, um in diese Tests überhaupt einzusteigen. Wir kriegen im Moment von unserer Intensivstation von den Covid-Patienten 2,7 Milliliter. Können wir T-Zellen nachweisen? Nicht so wirklich. Das ist so ein bisschen wenig. So das noch als Hintergrund für die Messtechnik. Wie würde man das jetzt machen? Wir haben also CD4-T-Zellen und CD8-T-Zellen. Gemeinsam haben sie, dass wenn der T-Zell-Rezeptor sieht, dass da ein Spike-Peptid präsentiert wird und aktiviert wird, dann machen die Gamma-Interferon. Das können die beide. Deswegen ist Gamma-Interferon unser Hauptzytokin für die Messung von T-Zellen, weil sie beide das können. NK-Zellen können das auch, aber die sind nicht so wichtig, nicht so wirklich wichtig an dieser Stelle. Aber Gamma-Interferon ist deswegen unser Lieblingszytokin, das man sehr gut nachweisen kann. Es gibt noch viele andere. Wir messen immer noch die anderen mit dazu, weil uns das Gamma alleine sozusagen ist zwar schön, aber wir wollen gerne wissen, was können die denn noch? Die können nämlich noch eine ganze Menge an anderen Zytokinen. Das heißt, wir müssen die Zellen erst stimulieren, damit sie was tun. Wie macht man das? Das sind die sensitivsten Assays, die sind so die sogenannten ELISpots. Da sieht sie hier, jeder dunkle Punkt ist eine Zelle, die Gamma-Interferon macht. Das sind die Stecknadeln im Heuhaufen, die wir da suchen. Man muss die Zellen stimulieren, im Fall von Corona mit dem Spike, meistens dieser S1-Domäne oder der Rezeptorbindungsdomäne. Dann wird über Nacht inkubiert und man färbt jede einzelne Zelle, die Gamma-Interferon macht. Das sind die Pünktchen, die Sie da sehen. Und dann kann man das hochrechnen auf 1 Million PBMCs, also periphere Blutzellen. Dann sieht man relativ, wie gut das funktioniert. Diese Tests wurden in den Zulassungsexperimenten immer verwendet. Das hier ist das Nature Paper aus BioNTech mit Ugo Sahin und Özlem Türeci, wo sie gezeigt haben, welche Dosis brauche ich und warum braucht man die zweite Impfung, also das allererste Paper zur Wirkung der mRNA-Impfstoffe aus der BioNTech-Seite. Die Antikörper sieht man hier sehr schön. Man sieht hier die Dosis, die 50 Mikrogramm und die 30 Mikrogramm sind vergleichbar. Daher kommt 30 Mikrogramm als Impfdosis aus diesem Paper in der Dosisfindung. Antikörper funktionieren super, das sieht man hier an diesen Balken. Ganz interessant, wenn man nur einmal mit 60 Mikrogramm impft, passiert hier nichts Nachhaltiges. Daher konnte man sehen, wir brauchen die zweite Impfung unbedingt. Das war sozusagen das Paper, das die Dosis bestimmt hat und die zweite Impfung. Für die T-Zellen hat man jetzt ein Verfahren gewählt,
wo man Interferon Gamma färbt. Alle in dieser Pink, in diesem Pink-Bereich hier, alle Zellen produzieren Gamma-Interferon und man sieht sehr schön, nach Impfung geht es super hoch. Das heißt, man kriegt tatsächlich diese klonale Expansion und hat auf einmal sehr viele T-Zellen, die auch auf der CD4er und der CD8er-Seite wirklich infizierte Zellen erkennen. Das heißt, die T-Zellen sind immer erst dann aktiv, wenn eine Zelle infiziert ist. Sie können das Virus selbst gar nicht sehen, sondern erst nach Infektion. Auch hier ganz interessant, die 60 Mikrogramm Dosis einmal gegeben, gibt keine nachhaltige T-Zellantwort, also kein Gedächtnis. Deshalb war klar, es braucht 2 Impfungen für die Grundimmunisierung. Das erklärte also eine Menge dieses Paper und es zeigt halt, dass man 2 Impfungen braucht für die Antikörper und parallel dazu für die T-Zellen, gemessen als Gamma-Interferon-positive T-Zellen. Christian hatte mich gebeten, auch noch was zu einem Essay zu sagen, den man jetzt ganz gut auch klinisch einsetzen kann, weil er ein bisschen einfacher ist im Handling. Und zwar ist es der IGRA, Interferon Gamma Release Assay. Da nimmt man Vollblut. Man kann auch Zellen nehmen, das machen wir auch, aber Vollblut geht auch. Das heißt, man kann tatsächlich in diesen 3 Tubes, in der Negativkontrolle, der Positivkontrolle und in Pink ist es die Spike-Kontrolle, 500 Mikroliter Vollblut reingeben und das dann über Nacht inkubieren. Und dann versucht man nicht mehr die T-Zellen einzeln nachzuweisen, sondern im Überstand quasi dem Serum, dann oder Plasma besser gesagt, das Interferon Gamma, das in dieser Zeit freigesetzt wird. Wenn man das macht, dann hat man hier sehr schön, das haben wir mal ausprobiert, man sieht eben nicht nur Gamma-Interferon, das sind Vakzinierte, wo man sieht, das Gamma geht hoch und da Positivkontrolle funktioniert. Die Intensivpatienten machen die Antwort übrigens nicht mehr. Das ist etwas, was wir uns gerade genau angucken. Welcher Intensivpatient hat eigentlich welchen Defekt und was macht das Endothel? Das ist so das, was uns an dieser Corona-Seite sehr interessiert. Das ist ein zweites Chemokin, wo man sieht, aha, die T-Zellen können sehr viel mehr als Gamma. Sie machen noch IP-10 oder CXCL10 und noch 10 andere Faktoren dazu. Das heißt, man sieht sehr schön, wenn die T-Zellen aktiv sind, können sie sehr viel. Man muss nur Gamma messen, um rauszufinden, geht das oder geht das nicht. Aber im Prinzip können sie tatsächlich noch sehr viel mehr und tragen auch damit zur Inflammation bei und zu diesem Zytokinsturm. Deswegen messen wir auch die anderen Faktoren, weil uns, wie gesagt, diese Zytokinseite da sehr interessiert. Einmal kurz zur Frage, warum können die T-Zellen so gut auch die Varianten erkennen? Live hat es gezeigt, das ist die Omikron-Variante mit diesen 30 Veränderungen. Die sehen Sie als Striche hier. Es gibt aber Gott sei Dank viele Bereiche im Spike und auch in den anderen Proteinen von Corona, dass tatsächlich sehr viele Bereiche identisch sind. Und wenn eine T-Zelle aktiviert wurde gegen die grüne Wildtyp-Sequenz hier oben und die Sequenz ist identisch mit Omikron, kann die T-Zelle das natürlich genauso gut erkennen. Das heißt, T-Zellen sind weniger anfällig für die Mutationen, weil die ja nur Schnipsel brauchen, die sie erkennen. Und die Schnipsel sind einfach identisch durch die ganzen Varianten hinweg. Da fallen natürlich T-Zellen raus, klar, weil hier sind auch ein paar Peptide dann verändert, aber es bleiben noch genügend Regionen für eine sehr gute T-Zell-Antwort. Das steckt dahinter, dass die T-Zellen weniger anfällig sind für diesen Escape im Vergleich zu den Antikörpern. Und bei den Antikörpern ist es halt so, Live hat es sehr schön gezeigt, die wirklich Neutralisierenden, die sind natürlich hier oben in dieser Rezeptorbindungsdomäne. Die fallen raus, weil hier hat Omikron die meisten Mutationen und die Antikörper auch die therapeutischen erkennen das Ding nicht mehr. In den anderen Regionen, vor allem in dieser S2-Domäne, sind auch Antikörper, die super gut binden. Die werden sicherlich besser noch die Omikron-Variante erkennen, weil hier kaum Mutationen sind. Und die T-Zellen erkennen ganz viel hier hinten. Da gibt es sehr schöne Arbeiten. Deswegen sind die T-Zellen robuster in dieser Antwort. Und daher erklärt sich vielleicht auch diese unterschiedliche Sensitivität gegenüber den Mutanten. Und Omikron wird auch der T-Zell-Antwort nie ganz entkommen, weil da hinten Regionen sind, die es einfach braucht und die auch konserviert sind. Das kann man jetzt auch sehr schön zeigen. Hier ist die Übersicht der ersten Publikationen und 2 habe ich rausgesucht zum Abschluss ganz kurz. Hier sehen Sie sehr schön wieder in diesem pinkfarbenen Kasten die angefärbten T-Zellen, die nach der 3. Impfung gegen Wildtyp, gegen Delta und gegen Omikron gleichermaßen hochgehen. Das heißt, die 3. Impfung erhöht nochmal die klonale Expansion und dadurch, dass die Regionen identisch sind zwischen den Varianten, ist auch die T-Zellerkennung in den meisten Fällen sehr gut. Ausnahmen gibt es immer, da geht es auch mal runter, aber bei den meisten Testpersonen geht das nochmal hoch. Das heißt, die Boosterimpfung auf der T-Zell-Seite erhält und verbessert die T-Zell-Antwort auch gegen Omikron.
Zweite Arbeit, die das sehr schön zeigt, ist die Antikörperantwort geht hier in grün nochmal runter, weil die oberen neutralisierenden Antikörper fehlen. Das sieht man immer und immer wieder. Die T-Zellantwort, das sind ebenfalls diese quietschgrünen Punkte hier, die bleiben erhalten und zwar Monat 1 und Monat 8 nach der Boosterimpfung, sodass man sehr gut sehen kann, dass da die CD4er und die CD8er über die Zeit gegen Omikron genauso aktiv sind wie gegen Wildtyp und gegen die Delta-Variante. Und das ist sozusagen meine Lieblingsabbildung. Die habe ich angefangen im Endspiel Europameisterschaft England gegen Italien, Elfmeterschießen. Da kam ja die Idee, das mal zu übersetzen. Also was ist vor Impfung? Das ist wie ein Virus als Ball vor dem Tor und es ist wie ein Elfmeter ohne Torwart, weil da ist einfach nichts. Da ist keine Abwehr, da ist gar nichts. Das ist sozusagen ein Tor ohne Frage. Wenn wir impfen, dann haben wir Antikörper und T-Zellen. Und die High-Responder, die Leute, die echt hohe Antikörper haben, die haben nicht nur diese neutralisierenden ganz vorne in der Nasenrachenraum mit IgA, die haben auch die IgGs im Blut und die T-Zellen im Knochenmark und in den Lymphknoten. Das heißt, High-Responder nach 2 und noch besser 3 Impfungen haben eine Situation, wo das Virus schon mal gar nicht in den Körper kommt. Selbst wenn, würden dann die Abwehrlinien 2 und 3 das Virus sehr gut im Körper kontrollieren. Die Low-Responder, und ich bin selber einer, die haben superschöne Antikörper, aber nicht gegen die Rezeptorbindungsdomäne und damit auch nicht gegen Delta und nicht gegen Omikron. Ich wäre also so ein klassischer Impfdurchbruchskandidat. Da schlüpft das Virus quasi durch die erste Abwehrlinie, weil die nicht mehr gut steht hier im Nasenrachenraum. Aber danach kommt Abwehrlinie 2 und 3, nämlich die Antikörper im Blut und die T-Zellen im Lymphknoten. Und deswegen ist es eher wie ein Freistoß mit Lücken in der Abwehr. Und was wir eigentlich wollen, ist, dass wir mit der dritten Impfung die Low-Responder in die Premier League, in die Champions League wiederholen und hier den Freistoß mit geschlossener Abwehr erreichen, damit wir möglichst gut geschützt sind. Mit diesem Vergleich versteht man vielleicht ein bisschen, wie gut unsere Impfung tatsächlich wirkt, auch gegen Omikron. Aber wenn wir jetzt verhindern wollen, dass Leute sich anstecken, muss man nochmal anders reingehen. Das hier ist die Arbeitsgruppe und die Kollaborationen und damit würde ich gerne stoppen. Und ich hoffe, dass einige Fragen schon beantwortet sind und die anderen können wir jetzt vielleicht noch im Nachgang klären. Vielen Dank.